Meine Damen und Herren, liebe Gäste, fast jede Ausstellung bietet ein Gespräch mit dem Künstler an, den Artist Talk. Dem Künstler, der seine Werke präsentiert, ein Gespräch, in dem er Auskunft über seine Ansichten, seine Erfahrungen und seine Absichten gibt. Mal ist es als Podiumsgespräch angelegt, mal als Gespräch mit dem Publikum. Mit Künstlern, die bereits verstorben sind, ist das schwierig. Aber noch lange kein Grund, ganz darauf zu verzichten. Schließlich gibt es schon seit mehr als 2000 Jahren die Gattung des Totengesprächs. In der Regel sind Totengespräche, wie wir sie von Lukian bis Walter Jens kennen, erdachte Gespräche mit verstorbenen Philosophen oder Literaten, die deren Ansichten zusammenfassen und verbreiten und die von den Autoren aber auch genutzt werden, um dabei eigenen Meinungen Autorität zu verschaffen. Das wollen wir natürlich heute ausdrücklich nicht. Als derzeitiger Hüter des Archivs von Roger Melis habe ich ein Gespräch zusammengestellt, in dem jedes seiner Worte tatsächlich einmal gefallen ist. In Interviews, die Roger Melis im Laufe der Jahre Zeitungen, dem Radio oder dem Fernsehen gegeben hat, oder in Gesprächen, die er mit Fotohistorikern und Diplomanden geführt hat. Hinzu kommen Zitate aus einigen Publikationen von ihm. Natürlich werden wir kein richtiges Gespräch führen können, sondern mit der Lesung eines Gesprächs vorlieb nehmen, denn die meisten der zugrunde liegenden Interviews sind schriftlich überliefert, also ausformuliert und in eine Druckfassung gebracht. Was ihnen also fehlt, ist die Lebendigkeit der freien Rede, die man nicht wiederherstellen kann, ohne auch zu erfinden, und das wollen wir ja nicht. Mein Name ist Matthias Bertram, ich betreue derzeit den Nachlass von Roger Melis, der, wie bereits vereinbart ist, nach und nach in das Archiv der Akademie der Künste eingehen wird, und in dieser Funktion habe ich auch die Ausstellung in dieser schönen Galerie kuratieren dürfen. Mein Partner bei dieser Lesung ist Tom Schwers. Einen besseren Partner für diesen Abend kann es kaum geben, denn Tom ist selbst Fotograf, hat aber auch viele Jahre als Radiomoderator gearbeitet. Überdies hat er eine besondere Zuneigung zum Werk von Roger Melis entwickelt, und diese war es auch, die uns zusammengeführt hat. Lassen Sie uns also beginnen. Roger Melis, Sie schreiben, dass Sie als Fotograf immer darauf bedacht waren, sich auf keine Rolle und kein Genre festlegen zu lassen und alle Möglichkeiten des Berufs auszuprobieren. Sie haben als wissenschaftlicher Fotograf gearbeitet. Es gibt tausende Porträts von Ihnen, Reportagen, Städtebilder, Reisebücher, Modefotografien und manches mehr. Gibt es aus Ihrer Sicht bei aller Vielseitigkeit ein verbindendes Element? Haben Sie ein Credo? Mein Grundsatz lautet: keine künstlichen Bildwelten und keine absichtslose Fotografie. Für mich ist Fotografie dazu da, dass sie funktioniert. Ja, eine Dienstleistung. Deshalb habe ich nicht von vornherein so ein Kunstdenken. Meine Selbstverwirklichung projiziere ich nicht auf fotografische Bilder. Was ich will und was ich denke, muss aus dem fotografierten Gegenstand heraus ablesbar sein. Mein Blick ist weniger wichtig als das Ereignis, das dieser Blick erfasst. Und mein möglicherweise besonderer Blick besteht dann eben darin, dass sich kein ausgetüftelter Gestaltungswille in den Vordergrund schiebt. Ich finde, man sollte bei einem Fotografen nicht darüber staunen, wie er gearbeitet hat, sondern höchstens darüber, was er gesehen hat. Ich habe eine große Aversion gegen Künstlichkeit im Foto. Artifizielles stößt mich ab. Das Leben ist oft der bessere Regisseur seiner selbst, als wir es sein können. Dabei spüren Sie aber nicht unbedingt dem entscheidenden Augenblick nach. Der Dokumentarist Peter Vogt meinte sogar, was Melis heute fotografiert, das ist zuverlässig das, was er auch am Donnerstag nächste Woche fotografieren würde. Kränkt Sie sowas? Nein.
das eigentliche Abenteuer des Lebens besteht ja vielleicht nicht darin, das Unbekannte aufzuspüren, sondern sich ins Bekannte hineinzufinden. Ich finde die Wahrheit des Unsensationellen spannend. So etwas wie Poesie im Alltag. Der Schwerpunkt meiner Fotografie liegt im Alltäglichen, nicht im Spektakulären. Mir ging es beim Fotografieren nur selten darum, einen besonderen, nicht wiederholbaren Augenblick festzuhalten. Der Augenblick, den ich immer wieder versucht habe aufzuspüren, war vielmehr der, in dem das Besondere, das Außergewöhnliche, das Zufällige von den Menschen und Dingen abfällt und sie ihr Wesen, ihre Eigentümlichkeit preisgeben. Wer sich dafür nicht interessiert, könnte sich bei mir schnell langweilen. Mit dieser Suche nach dem Wesentlichen korrespondiert eine gewisse Freude am Symbolischen, die manche Fotos nicht verhehlen. Hinzu kommt, dass ich bei allen Aufträgen, auch den eigenen, das Porträt immer ins Zentrum gerückt habe. Meine wichtigste Aufgabe habe ich immer darin gesehen, eindringliche Bilder von Menschen zu schaffen, möglichst in ihrem natürlichen Lebens- und Arbeitsumfeld und ihnen dabei nicht die Seele zu rauben, sondern mich ihnen behutsam zu nähern, mit der, ich wähle ganz bewusst das antiquierte Wort, Ehrfurcht vor dem Individuum. Wollten Sie denn schon immer Fotograf werden als Kind oder wie war das? Der Vater eines Schulfreundes war Kameramann. Das wollte ich auch werden. Wahrscheinlich hatte dieser Wunsch auch mit der Nähe von Wilhelmshorst zu Babelsberg zu tun. Voraussetzung war das Erlernen eines ordentlichen Berufes, Fotograf oder Elektriker. Ich entschied mich für Fotograf in einem richtigen PGH-Handwerksbetrieb und machte dort auch meine Gesellenprüfung. Verlangt wurden diese schrecklich stereotypen Bilder, Nachtaufnahme, Kunstlicht, Porträt, Landschaft im Nebel. Das interessierte mich alles überhaupt nicht. Und Passbilder wollte ich auch nicht machen. Also bin ich sofort nach der Gesellenprüfung abgehauen auf einen Hochseefrachter. Das war richtig harte Arbeit zwischen Grönland und Kanada. Da schipperten beträchtliche Eisberge durch die Gegend und wenn die See entsprechend ging, fror das Wasser am Ölhemd, während man knietief im Kabeljau stand. Heißt, Sie haben auch mit eigenen Händen Fisch geschlachtet? Ja, im 4-Stunden-Rhythmus. Bei der zweiten Fahrt war es etwas einfacher. Wir haben nur gefangen und den Fisch an die Verarbeiter abgegeben. Erst auf der Rückfahrt nahmen wir selber Fisch mit. War das denn mit der Seefahrt eine spontane Idee? Der Schriftsteller Manfred Bieler fuhr auf einem Verarbeiter, möglicherweise unter dem Gesichtspunkt Dichter in die Produktion. Er schwärmte und steckte mich an. Und es gibt Fotos? Haben Sie an Bord auch fotografiert? Ja, irgendwo liegt noch ein Orwo-Farbfilm. Viel ist es aber nicht. Die Matrosen guckten erst mal mit ziemlicher Häme, als ich ankam. Der Junge weiß nicht, was auf ihn zukommt. Aber ich habe relativ schnell funktioniert. Es war wie ein zweites Erwachsenwerden. Klare und harte Arbeitsteilung. Keiner half bei dem, was man selber zu erledigen hatte. Es wuchs einem da auf eigentlich unverschämt schnelle und unbarmherzige Weise Verantwortung zu. Nachdem ich mich dann noch erfolgreich mit einem Maschinisten geprügelt hatte, waren alle Prüfungen bestanden. Außer der Seekrankheiten, die kamen im Kattegat. Nach dem Ausflug auf die offene See begann sie als wissenschaftlicher Fotograf an der Charité zu arbeiten. In einer biografischen Notiz schreiben sie, sie hätten diese Arbeit aus Bastlerleidenschaft ausgewählt. Ja, das lag mir, das Exakte, Ungeschönte, klar Ausgerichtete. Nicht irgendwelche Bäume diffus im Nebel. Ich bewarb mich in der Charité und wurde sofort angenommen. Und was genau fotografierten Sie da? Operationsfelder. Die Charité war ein Universitätsbetrieb. Man brauchte Lehrmittel und es ging um Fotodokumente. Das heißt, Sie waren auch bei Operationen dabei? Ja. In dem Moment übrigens, da man die Kamera vorm Gesicht hat, verfliegen alle unguten Empfindungen in der Magengegend. Der technische Apparat wirkt wie ein Panzer. Und es wird einem nicht mal schlecht, wenn die Skalpelle an die unbeschädigte Haut gesetzt werden. Ein interessanter Beleg dafür, wie ein Fotoapparat Distanz schafft.
Das ist auch wichtig für den unangenehmen Gedanken, dass man einen aufdringlichen Beruf ausübt. Dieser Gedanke verfliegt nämlich meist, wenn man die Kamera hochnimmt. Aber die Arbeit an der Charité hat Sie auf Dauer nicht ausgefüllt? Nein. Schon im Jahr 1961 fing ich dann an, in meiner freien Zeit Leute zu fotografieren. Das wurde mir immer wichtiger. Mit einem Freund, der damals ein Buch machen wollte, begann ich Schriftsteller zu fotografieren. Welches Buch war das? Der Publizist Klaus Völker wollte ein Buch über Autoren in Ost- und West-Berlin machen, unmittelbar nach dem Mauerbau. Mich nahm er mit zu den Gesprächen und so kam es zu den ersten Fototerminen. Von da an faszinierte mich die Porträtfotografie. Ich musste von meinen Porträts damals nicht leben, denn anfangs hatte ich ja ein festes Gehalt. Diese Zeit habe ich als Lehre begriffen. 1965 waren mir schon so viele Schriftstellerporträts gelungen, sodass ich eingeladen wurde, zusammen mit Arno Fischer und Emilien Richter auf dem internationalen Schriftstellertreffen in Weimar zu fotografieren. Und dann haben Sie in der Zeit nur Porträts fotografiert? Mit der Zeit erweiterte sich das Blickfeld meiner Fotografie auch auf die nähere Umgebung. Umliegende Straßen, die ganze Stadt. Das Reportagethema einer bestimmten Generation war damals hauptsächlich die ausgegrenzte Realität, sozusagen der fünfte Hinterhof. Der Kulturbund nannte diese Art von Realismus denunzierend Müllkastenfotografie. Es kam deshalb auch bei mir zu dieser bewusst gelebten Abkehr vom Offiziellen. Außerdem habe ich jede freie Zeit in Polen verbracht oder in der Sowjetunion, in Moskau und im Kaukasus und habe Leute fotografiert und so eine Art Reportagefotografie für mich gemacht. Ich muss sagen, für mich gemacht, denn ich hatte keine Möglichkeit, die Fotos publizistisch zu verwenden. Ich war ja weder Mitglied einer Agentur noch an einem Vertriebssystem angeschlossen, sondern sammelte einfach schöne Fotos, die ich mir heute mit ziemlicher Rührung angucken kann. Gab es erste Vorbilder, also Fotobände, die Sie fasziniert haben? Gab es da was? Ja, zum Beispiel Paul Strand, Das Land der Gräser, Brassai auch. Bei Erich Arndt sah ich den ersten Fotoband von Cartier-Bresson. Prägend für mich, ganz klar. An Cartier-Bresson faszinierte mich, dass der Fotograf darauf kaum anwesend ist. Die Leute dadurch ganz auf sich zurückgenommen sind. Bei ihm ist das Foto im Auge fertig, bevor er die Kamera hebt. Er sieht es und fixiert es dann. Und alle Bilder sehen ja auch wie stehen gebliebene Zeit aus. Ganz früh habe ich Paul Strands Buch Land der Gräser gesehen und die Gesichter und die Art, wie die Leute den Betrachter ansehen, nicht vergessen. Die Menschen auf Strands Fotos sind für mich unverwechselbar, sind sich ganz bewusst in ihrer großen Ruhe. Die Leute wirken geradezu auf die Kamera. Welche Rolle spielte Arno Fischer in Ihren Anfängen? In Weimar 1965 habe ich mich zum ersten Mal mit Fischer unterhalten. Ich habe ihn damals viel gefragt, eigentlich immer gefragt. Das blieb so, denn er war kompetent, zu Bildern etwas zu sagen. Nicht, dass er dafür viele Worte brauchte. Er schaute sich die Fotos an und zeigte einem, was in den Bildern steckt. Und man begriff, was man zuvor auf den eigenen Fotos nicht gesehen hatte. Der Einfluss, den so ein Mann hat, ist unwahrscheinlich. Und dann waren da seine Fotos, die mich zum Machen anregten. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Fischers Fotos von Lenins Zimmern und die Serie Frauen fotografieren in der Sibylle. Das waren nur wenige Fotos, aber sie zeigten nicht nur mir etwas ganz Neues in der üblichen Fotografie von damals. Das war eine Fotografie, die nichts aufsetzte und aufmotzte, sondern eine Fotografie, die durch genaue Beobachtung der Wirklichkeit zu ihren Bildern kam. Genau das wurde dann ja zum Programm der Fotogruppe Direkt, zu der neben Arno Fischer und Ihnen Sibylle Bergemann, Brigitte Vogt, Michael Weidt und Elisabeth Meinke gehörten. Ja, damals waren wir jung und wollten die Welt verändern. Das hieß,
Wir wollten bessere Bilder, viel bessere Bilder in den Zeitschriften und Publikationen. Es ging uns um einfache, klare, unverstellte, bloß nicht vorgedachte Fotos. Das war unser Maßstab. Den Namen direkt haben wir uns nicht zufällig gegeben. Zur ersten Fotoclub-Ausstellung in Potsdam schickten wir unsere Fotos unter diesem Namen ein. Die Gruppenbildung richtete sich nicht nur gegen die landläufige gestellte Fotografie, sondern auch gegen die lauten Reportagefotos. Den lauten Fotos wollten wir nicht nur den vordergründigen Optimismus nehmen, sondern uns störte auch die vielfach brutale Weitwinkelei. Wir wollten leise Fotos dem entgegensetzen, die Wirklichkeit sensibler erfassen und mehr von ihr sichtbar machen. Seit 1968 arbeiten Sie als freier Fotograf. Ja, 1967 lernte ich Dorothea Bertram, meine spätere Frau, kennen, die damals Redakteurin bei der Zeitschrift Sibylle war. Sie begeisterte sich für meine Sowjetunion-Bilder und beredete mich, Mode zu fotografieren. Die Sibylle war aber nicht bloß eine Modezeitschrift, sondern hatte in dieser Zeit, sofern sich das damals überhaupt trennen ließ, auch schon ein ausgezeichnetes Feuilleton, für das ich durch das Land fuhr und Städte und Menschen fotografierte. Mein Einstieg hatte ich mit einer umfangreichen Mode- und Architekturserie Stralsund. Und was hat Sie an diesem Metier Modefotografie gereizt? Das lässt sich nicht spontan beantworten. Sicher ist es reizvoll, schöne Frauen zu fotografieren. Und alle Fotografen, die für die Sibylle fotografierten, erlangten eine außerordentliche Popularität. Mein Verhältnis zur Mode ist allerdings zwiespältig. Obwohl mir Modefotografie Spaß machte und ich erfolgreich war, gab es eine echte Identifikation mit der Modefotografie bei mir nicht. Irgendwie betrachtete ich immer diesen Teil meiner Tätigkeit als sekundär. Trotzdem habe ich die Mode natürlich sehr konzentriert und mit hohem ästhetischen Anspruch fotografiert. Halten Sie denn Modefotografie für ein künstlerisches Genre oder ist das Gebrauchsfotografie? Vielleicht würde ich die Frage anders beantworten, wenn ich jünger wäre. Das heutige Originalitätsbestreben, diese Pseudokunst in den Modejournalen, kannten wir damals alle nicht. Fotografie für Zeitung und Journale ist in erster Linie eine Dienstleistung und Teamwork, also Gebrauchsfotografie. Die Fotos sollen informieren, Anregungen, Haltung zur Mode vermitteln und begeistern. Im Mittelpunkt stehen die abzubildenden Kleider, aber doch nicht der Fotograf, oder? Wir wollten damals Denkanstöße geben, Anregung. Werbung war in den 60er und 70er Jahren in der DDR nicht relevant. Es gab wenig zu kaufen. Darum war das abgebildete Kleid nicht so wichtig wie die Anregung, die wir mit manchen unseren Fotos gaben. Wir wollten dem Betrachter keine äußerlichen Maßstäbe aufdrängen, wie jung, glatt, schlank und schön. Nicht ein Besitzgefühl sollte erstrebenswert sein. Wir wollten ein angenehmes Lebensgefühl projizieren. Mitte der 70er Jahre habe ich mit der Motofotografie für die Sibylle aufgehört, als nämlich das Team von Sibylle sagte, die Bilder von Melis sehen immer aus wie die Bilder von Melis. Das ist einerseits eine Qualität, aber schlecht, wenn es darum geht, von Heft zu Heft innovativ zu sein und die Innovation sich selbst schon in den Schwanz beißt. Ich wollte mir einfach nicht immer etwas Neues, Dusseliges einfallen lassen, damit es nicht so aussieht wie im vorigen Heft. Ich bin für Kontinuität. Als meine Frau 1970 von der Sibylle wegging, fotografierte ich nur noch für sie. Sie hatte schließlich ihren Fotografen geheiratet. Das Modeunternehmen Exquisit, für das sie die Öffentlichkeitsarbeit machte, war bis 1990 kontinuierlich mein Auftraggeber. Und parallel dazu arbeiteten Sie in den 70er Jahren als Bildreporter. Welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt? Zu meinen wichtigsten Auftraggebern neben der Sibylle gehörten die Neue Berliner Illustrierte und von 1972 an die Wochenpost. Die Arbeit für diese unter strenger Aufsicht stehenden Blätter war wesentlich schwieriger als die schönen Anfänge bei der Sibylle.
Aber sie führte mich in Bereiche, die mir als bloß flanierendem Fotografen verschlossen geblieben wären. In Handwerks- und Industriebetriebe, in Bergwerke, Schulen, Krankenhäuser, Institute, Büros und sogar in russische Kasernen. Im Rahmen dieser Reportagen entstanden viele Fotografien, die mir persönlich wichtig waren. Veröffentlicht wurden sie damals freilich nur im Ausnahmefall. Denn je präziser die Aufnahmen die tatsächlichen Verhältnisse ins Bild setzten, desto unwahrscheinlicher war es, dass sie gedruckt wurden. Bilder von körperlich schwerer Arbeit, unwürdigen Lebensbedingungen, zersiedelten und verdreckten Landschaften, verfallenen Städten und verbitterten Menschen wollte man weder sehen noch drucken. Einige der in diesem Sinne kritischen Fotografien, die man in ihrem inzwischen legendären Bildband In einem stillen Land findet, die erschienen aber damals doch in der Wochenpost. Ja, als ich in der zweiten Hälfte der 70er für die Wochenpost arbeitete, war da eine starke Reportergruppe, in der es freilich Spaß machte. Margot Pfannstiel, Monika Maron, Irina Liebmann. Chefredakteur Kurt Neheimer setzte sich sehr dafür ein, dass auch kritisch-realistische Fotos in die Zeitung kamen. Auch am Sonntag gab es Versuche zu einer Bildkultur des ungeschminkten, geheimnisvollen, vieldeutigen, kritischen Blicks, der erzählenden Reportage, wie sie zum Beispiel mit dem Namen Sibylle Bergmann verbunden war. Beim Zusammenstellen des Buches In einem stillen Land stellten wir aber fest, dass trotzdem nicht einmal 10% der abgebildeten Fotos damals in der Zeitung gedruckt wurden. 90% kamen aus der Schublade. Aus der realen Situation des Fotografierens vor Ort sagte man, oh, das ist ein schönes Foto, das ist ein Bild, und drückte drauf und fotografierte und wusste aber ganz genau, das brauche ich in der Redaktion nicht vorzulegen, das ist daneben. Aber mit Glück konnte man manchmal so ein kritisches Bild durchbringen, wenn man 5 einreichte und 4 herauszensieren ließ. Und trotzdem haben Sie sich aber damals schon als Bildreporter einen Namen gemacht. Wie das dann? Den größten Erfolg bei Chef- und Bildredakteuren hatte ich mit Porträts aus der Arbeitswelt. Das hatte nicht unbedingt etwas mit der Qualität der Fotos zu tun, denn dafür hatten sie meist gar keinen Sinn, sondern eher damit, dass sich die Wirklichkeit hierbei mitunter den offiziellen Wunschvorstellungen fügte. Denn während die starren Lebensverhältnisse des vormundschaftlichen Staates manche zur Verzweiflung trieben, verlieh der nicht unbedingt schöne, aber sichere soziale Lebensgrund vielen anderen, vor allem den einfachen Leuten, den Arbeitern, Angestellten und den Menschen auf dem Dorf, Gelassenheit, Stärke und ein Selbstbewusstsein, das sich mit gesunder Skepsis gegen alle Zumutungen mischte. Wer keine Karriere machen wollte und es mit seinen politischen Reden nicht übertrieb, hatte er nichts zu fürchten, brauchte sich keine Sorgen um seinen Arbeitsplatz und die Zukunft zu machen und hatte auch deshalb keine Angst vor dem Chef, der viel gefährdeter war als man selbst. Und genau das sah man den Leuten auch an. Heute noch einmal solche Porträts in der Arbeitswelt zu machen, durfte nicht leicht sein. Arbeitete man denn damals mit der Vorstellung, grundsätzliche Veränderungen in der Presse herbeiführen zu können? Bei vielen Reportern hatte ich den Eindruck, sie arbeiteten gegen ihr besseres Wissen. Sie erzählten mir auf der Fahrt unheimlich kritische Dinge und nichts davon las ich dann im fertigen Manuskript. Zum Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben, dass ich mit einem Reporter der Wochenpost nach Rostock in den Überseehafen gefahren bin. Dieser Hafen war so ein Kultobjekt damals. Und dann erzählte mir der Reporter grauenhafte Geschichten, nicht über Arbeitsbedingungen, sondern über Verrechnungseinheiten und wie unrationell das alles sei. Und dass das natürlich ein einziger Unsinn sei und die tschechischen Schiffe viel billiger nach Hamburg die Elbe rauffahren. Mit solchem Hintergrundwissen, es war ja immer mit einem langen Gespräch auf der Autofahrt zu den Reportageorten verbunden, bekam man eine Art Einblick in die Sache und konnte dann eben genauer hingucken. Man sieht ja nur, was man weiß. Ich machte dann Fotos in dem Rumpf eines Schiffes, wo einem Arbeiter pro Schicht, glaube ich,
20 Tonnen über die Arme gingen, Zementsäcke. Ich glaube, es war sogar noch mehr. Astronomische Summen von Gewicht, die per Hand im Bug des Schiffes verladen wurden. Es gab ja keine Paletten. Da sind für mich wahnsinnige Bilder entstanden. Gedruckt wurde aber etwas ganz anderes. Das Entsetzliche war, dass in dem Text, den ich dann gelesen habe, nicht einmal andeutungsweise etwas von dem stand, was mir der Journalist an Hintergrundinformationen vermittelt hatte. Wollten sich die Reporter nicht total in Opportunismus zurückziehen, schrieben sie 5 kritische Gedanken auf, in der Hoffnung, nur 3 würden gestrichen, aber 2 überstünden die Zensur. Zu mehr Veränderung langte es nie im DDR-Journalismus. An seinen grundsätzlichen Wandlungen habe ich deshalb nie geglaubt. Als mir die Chefredaktion der Wochenpost die Mitarbeit aufkündigte, setzte ich mich nicht zur Wehr. Es hätte keinen Sinn gehabt, außer neuerlicher, noch raffinierterer Anwendung der 5-Sätze-Technik, die sinnbildlich gesprochen ja auch für mein Gebiet galt. Dazu hatte ich keine Lust. In welchem Jahr war dieser Ausschuss? Das war 1982. Da erschienen Bilder von mir in dem Hamburger Magazin Geo. Ich dachte erst, man sei sauer, weil es wieder Fotos in einer Westzeitschrift waren. Aber der Grund des Ärgers war ein anderer. Die Fotos erschienen zu einem Text von Erich Löst, der ja nach seinem Weggang in den Westen und seinen Publikationen über das Zensursystem in der DDR damals als Staatsfeind betrachtet wurde. Ja, das war das Ende. Ich bekam einen Brief von der Chefredaktion, die Zusammenarbeit mit mir sei beendet. Axel Bertram, der Layouter der Wochenpost, versuchte zu intervenieren, aber es war sinnlos. Ich wurde nur etwas traurig, als ich merkte, wie schnell man im Zeitungshaus am Alex zur Unperson wurde. Auch in anderen Redaktionen. Die Aufträge blieben einfach weg. Das verlief alles sehr still und sehr unaufwendig und sehr unaufgeregt. Und der Text von Löst, war es denn ein politischer Text? Es war ein Text über das Erzgebirge, auch über den verantwortungslosen Umgang mit der Natur. Ich fotografierte den sterbenden Wald an der tschechischen Grenze. Das war damals ein Tabuthema. Haben Sie denn mit Löst darüber gesprochen? Nein. Ich muss auch sagen, dass der Rausschmiss aus der Wochenpost in eine Lebenssituation fiel, die für mich glücklicherweise nicht die schlechteste war. In dem Jahr fuhr ich nach Paris. Vom Greifen Verlag Rudolstadt bekam ich das Angebot für das Buch Mecklenburg, ein Reiseverführer. Und es begann dann auch die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Fotografie im Verband Bildender Künstler als eine Art Gegenposition zum Journalistenverband. In der DDR-Kunstausstellung zeigten wir später Bilder, die alles andere waren als ein Abziehbild des üblichen Fotojournalismus im Lande. Da hatte ich dann schon das Empfinden, dass man seinen Auffassungen treu bleiben und was verändern kann. Und das heißt, Sie haben ganz bewusst für die Schublade gearbeitet? Ja, wir haben alle ganz wissentlich für die Schublade gearbeitet. Aber bei allen Fotografen, die für die Schublade gearbeitet haben, war eine ungewisse Gewissheit, dass man die Fotos irgendwann braucht. Irgendwann werden diese Fotos Zeugnis ablegen. Da funktionierte ein Eigenauftrag, der stärkeren Einfluss hatte als der verständliche Wunsch, sich veröffentlicht zu sehen. Aber das war doch sehr frustrierend. Natürlich, aber dass man in der DDR auf Widerstände stieß, setzte auch Kräfte frei, die seltsamerweise immer wieder in den Beruf zurückflossen. Das ist übrigens ein Unterschied, den ich gegenüber heute empfinde. Jetzt saugt die Vereinzelung, die Individualisierung nach meiner Beobachtung viel Kraft aus dem Körper. Das ist ungesund. In der DDR gab es, gerade auch durch die Reibung mit dem System, die Suche nach einem gemeinsamen Nenner. Das Leben hatte in der Nische eine bestimmte Kollektivität und Solidarität. Der Mangel entwickelte seine eigene Kultur. Man las die gleichen Bücher, stritt über die gleichen Themen. Aber heutige Vielfalt schafft unendlich viele Kulturkreise. Man ist frei, jedoch auch einsam. Es ist schwer geworden, mit anderen einen Konsens zu finden
und auch die Lust darauf nimmt ab. Ich will das gar nicht werten, aber als Empfindung spüre ich das ganz stark. Ihre Domäne war von Anfang an die Porträtfotografie. Der Band Berlin, Berlin, der Ihre Schriftstellerporträts aus 30 Jahren versammelt, zitiert eine Bemerkung von Paul Valéry. Man darf nicht bei der Ähnlichkeit erster Hand Halt machen. Was bedeutet Ihnen dieser Satz? Sagen wir so, die Ähnlichkeit erster Hand wird vom Passbild geliefert. Es muss aber möglich sein, über das gleiche technische Verfahren der Ablichtung noch etwas anderes über den Menschen zu erzählen. Es muss beim Abbilden eine Tiefe möglich sein, ohne dass man aber die Oberfläche verlassen kann. Das geht ja nicht. Der Fotograf ist im besten Fall ein Vermittler zwischen dem Porträtierten, der sich nicht so ohne weiteres preisgeben will, und dem Betrachter, der etwas enthüllt sehen möchte. Zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir nicht sehen, existiert ein Dunkel, das der Fotograf aufhält. Was macht für Sie ein gutes Porträt aus? Erstens muss sich der Porträtierte wiedererkennen. Und sei es in einer bestimmten Sehnsucht von eigener Bildhaftigkeit. Zweitens muss ein Außenstehender erkennen, wer da fotografiert wurde. Und drittens, das Foto muss für mich als Bild funktionieren, ohne dass ich mich mit gestalterischen Mitteln in den Vordergrund dränge. Ich fand schnell heraus, dass ich Menschen am besten in ihrem natürlichen Umfeld fotografieren lasse. Dort, wo sie sich sonst auch aufhalten, wo sie leben und arbeiten. Zum einen verrät dieses Umfeld, selbst wenn es nur mit einem Detail ins Bild kommt, oft viel über sie. Zum anderen fühlen sie sich dort meist am sichersten und finden zu jener Souveränität, die man für ein gutes Porträt braucht. Der Wunsch, das natürliche Umfeld anzudeuten, ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass bei meinen Porträts halbnahe Einstellungen dominieren. Denn die Haltung, in der jemand steht oder sitzt und die Art, seine Hände zu halten oder die Beine zu positionieren, sagen meist ebenso viel über ihn wie seine Physiognomie und sein Blick. Großaufnahmen, wie sie Fritz Eschen geliebt hat und wie sie heute wieder sehr en vogue sind, habe ich deshalb auch meist vermieden. Nähe ist keine Frage der Aufnahmeentfernung, sondern der Aufgeschlossenheit des Gegenübers und der Intensität des Kontakts. Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob einer Künstler ist oder in der Fabrik oder auf dem Feld arbeitet. Mich interessiert der Mensch. Der Bauer kann genauso viel Würde wie der Schriftsteller ausstrahlen. Allerdings kann man Bilder von Prominenten besser verkaufen. Beim Bauern funktioniert das nicht so gut. Und wie stehen Sie zur Aufdringlichkeit Ihres Berufes? Für Roger Melis, der es nicht lassen kann, das Bilderverbot zu übertreten. Ein letzter Versuch. Du sollst nicht fotografieren. Das hat mir Heiner Müller als Widmung in seiner Autobiografie geschrieben. Also eine gewisse Aufdringlichkeit ist in dem Beruf nicht zu vermeiden. Man muss sich einmischen, bemerkbar machen, den anderen bedrängen. Aber ich nehme lieber in Kauf, dass ich nerve und belästige, als dass ich am Ende nichts Brauchbares auf dem Film habe. Dieser Ehrgeiz senkt die Schamschwelle und das Maß an Zurückhaltung. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie bereiten Sie sich denn auf Porträttermine vor? Recherchieren Sie viel, wenn Sie zu bekannten Autoren oder Künstlern gehen, um Ihre Bilder zu machen? Naja, Bilder denke ich mir vorher nicht aus. Fotografieren ist für mich reagieren. Auf Leute, auf Situationen. Vorbereitung auf einen Porträttermin, vielleicht darf man das gar nicht sagen, gibt es bei mir nicht. Das stimmt aber so auch gar nicht. Für mich fängt das Sammeln von Informationen an, wenn ich auf den Klingelknopf drücke. Die Art, wie die Tür geöffnet wird, gesprochen, gelacht, ein Gespräch geführt wird. Ich brauche die direkte Beziehung zum Porträtierten, zu dem anderen, als absolute Zweierbeziehung. Dafür bin ich offen. Ich mache Materialschlachten, um den Leuten die Spannung zu nehmen, um ihnen das Gefühl zu geben, dass es auf das einzelne Bild gar nicht ankommt.
sodass sie sich daran gewöhnen. Ich sage fast nichts, mache keine Regie. Sie sollen machen, was sie wollen und vor allem nichts für mich. Ich mache mir schon mein Bild daraus. Sie sollen spüren, dass es mein Fehler ist, wenn kein gutes Foto entsteht. Nicht Sie. Ich bin für das Bild verantwortlich. Findet zwischen Fotograf und Porträtierenden ein Kampf statt? Nein, das nicht. Es tritt offenbar bei vielen Autoren eine Beruhigung ein, wenn sie erfahren, ich bin es, der ihnen diese unangenehme Arbeit abfordert, in eine Kamera zu gucken. Peter Vogt sagte mal, ich würde es schaffen, mich ins Vertrauen der Leute zu schleichen. Klingt auf den ersten Blick etwas seltsam, schleichen. Aber es stimmt schon, als Geisteshaltung. Ich möchte leise sein, möchte nicht allzu sehr bemerkt werden bei meiner unvermeidlichen Einmischung. Aber es gibt in dem einen oder anderen Fall einen Wechsel der Arbeitsmethode. Manchmal vermutet man eine rasche, sphärische Übereinkunft, muss dann aber doch ein längeres Gespräch führen. Nicht, indem ich mich als Regisseur produziere, der den anderen in meine Vorstellung presst, sondern indem ich herauszufinden versuche, wie der andere sich am wohlsten fühlt. Bei dem einen weiß man, es reicht der erste Film zum Lockermachen, der zweite Film ist schon für das zielgerichtete Fotografieren. Bei anderen braucht es 4 oder 5 Filme. Man gerät da leider leicht ins Lauern. Das überträgt sich auf die Sitzungsatmosphäre und Verunsicherung ist dann die Folge. Und wie gehen Sie da mit der Tatsache um, dass einem der eine Autor sympathisch und der andere vielleicht eher unsympathisch ist? Naja, ich will ja nicht mit Ihnen zusammenleben. Ich will Sie ja nur fotografieren. Ich habe Respekt vor jedem Autor, aber ich bin nicht autoritätsgläubig. Es gibt dieses Vertrauen, das dazu führt, dass man den einen oder anderen auch zu beliebigen Gelegenheiten aufnimmt. Heiner Müller zum Beispiel, das ging schon ins Private. Einmal hatte er ein Visum für eine USA-Reise bekommen und brauchte Passbilder. Mein Einwand, dass ich keine Passbilder mache und auch gar keine mehr kann, ignorierte er. Er sagte nur, ich bitte dich trotzdem. Natürlich besaß er keinen Schlips. Ginkal Cholakova, seine Frau damals, hatte ein Kleid mit Strickgürtel. Also wurde der Strickgürtel zur Krawatte umfunktioniert. In der ganzen Wohnung gab es nur einen einzigen, aber winzigen Orden mit weißem Hintergrund. Da stand Müller nun den Kopf eingerahmt von 2 Türen und während ich die Passfotos schoss, kam mir plötzlich der Surrealismus dieser Szene zu Bewusstsein. Ich trat einen Schritt zurück und arbeitete mit einem Mal ganz anders. Also so entstehen Dinge, die später wie konstruiert oder vorgedacht wirken. Auch mit anderen Schriftstellern wie Wolf Biermann, Sarah Kirsch, Monika Maron verband sie mehr als einen Arbeitskontakt. Ja, es entstand wirklich eine Partnerschaft zwischen mir und Wolf Biermann. Er las mir Gedichte vor und fragte mich nach meiner Meinung. Kritisierte ich was, war er nach 3 Tagen sogar bereit, über diese Kritik zumindest nachzudenken. Ich machte für ihn Fotokopien von Noten und fertigte Mikroverfilmung seiner Tagebücher und fotografierte ihn bei allen möglichen Gelegenheiten. Daraus entstand bis zu seiner Ausbürgerung eine solche Fülle von Material, dass ich zusammen mit Oliver Schwarzkopf ein ganzes Buch daraus machen konnte. Die Biermann-Freundschaft prägte mich stark. Vor allem die Devise, mit den Wanzen zu leben und trotzdem zu sagen, was man denkt. Monika Maron kannte ich aus der Wochenpost. Als sie ihren Roman Flugasche schrieb, las sie mir ganze Kapitel am Telefon vor. Flugasche war sozusagen das erste Hörbuch, das ich kennenlernte. Engere, das private streifende Beziehungen entwickelten sich auch zu Günter Kuhnert, Fritz Rudolf Fries, Kurt Bartsch, Jurek Becker, Thomas Prasch, Klaus Schlesinger und einigen anderen. Offensichtlich fotografieren Sie ja Schriftsteller gern mehrfach, 3, 4 Mal. Sehen Sie Schriftsteller gerne älter werden auf Fotografien? Es ist beim Mehrfachfotografieren der Reiz, wie kriege ich jemanden noch unverstellter, noch ehrlicher, noch lockerer vor die Kamera. Sie haben danach gefragt, ob das auch ein bisschen Kampf ist. Ich habe zwar verneint, aber ein bisschen ist der zu Porträtierende immer auch ein Gegner. Jetzt nicht im abfälligen oder bösartigen Sinne.
Doch jeder von uns beiden ist mit etwas anderem beschäftigt. Sarah Kirsch sagte mal zu mir, Robert, jetzt hast du ein Glasauge. Die Kamera macht fremd und irgendwann reißt bei so einem Fototermin der Gesprächsfaden ab, weil ich mich als Fotograf auf mich selbst konzentrieren muss. Das heißt, ich will sogar diese entstehende Distanz, aber ich muss sie zugleich minimieren. Das ist das Schwierige bei der Porträtfotografie. Es bedarf einer gewissen Furchtlosigkeit. Man muss nah dran sein wollen und man bleibt trotzdem ein Fremder. Aber man kann ein Geschenk mitbringen, Respekt. Der richtige Abstand ist überhaupt die große Kunst im Leben. Zu große Nähe kann genauso zerstören wie zu große Distanz. Man macht schöne Entdeckungen, zum Beispiel, dass eitle Leute immer wieder in die gleiche Pose hineinfinden, über Jahre hinweg. Irgendwann will man das dann nicht mehr aufbrechen, sondern nimmt diese Selbstdarstellung als Beleg für das Selbstwertgefühl. Andere wirken wieder ganz anders, Zähne zusammen und durch. Da wiederum erwacht bei mir so ein Instinkt, den muss ich irgendwie kriegen. Kennen Sie denn auch vor Fototerminen Versagensangst? Ja, ich gehe nicht locker zu einem Termin. Noch immer nicht. Ich fotografiere ständig mit der Angst, es nicht in den Griff zu bekommen. Mit dem an mich gegebenen Auftrag ist für mich eine bestimmte Qualität abgefordert. Und unter dieser Qualität will ich unter keinen Umständen arbeiten. Und wie merken Sie dann, ob ein Foto gelungen ist, ob es Ihren Ansprüchen genügt? Ich fotografiere und sage mir, das ist das Foto jetzt. Ich entwickle den Film, sehe die Negative und weiß, das ist es wieder nicht. Ich mache Kontakte und finde sie gut. Ich vergrößere und finde wieder nichts. Ich nehme den Abzug aus dem Fixierbad und denke, ach, ist doch ein gutes Foto. Es ist ein dauerndes Auf und Ab. Eigentlich muss man die Fotos lange Zeit an der Wand haben, gezwungen, sie ständig zu sehen, um zu begreifen, was drin steckt. Gelernt habe ich aus einer Vielzahl miserabler eigener Fotos. Es gibt nur wenige Farbfotografien. Sind Sie ein Schwarz-Weiß-Fotograf? Ich glaube, die Schwarz-Weiß-Fotografie hat noch eine Menge Geheimnisse. Die Arbeit mit den Möglichkeiten der Tonwerte zwischen Schwarz und Weiß, auch wenn es ja nur wenige sind, ist doch nicht abgeschlossen. Es gibt noch genügend Verborgenes im wechselnden Licht. Schwarz-Weiß hat einen größeren Abstraktionsgrad, es lenkt weniger ab, während das Farbige dem zu nahe kommt, was und wie wir ständig sehen. Bei Schwarz-Weiß schaut man anders auf Komposition und Konstellation. Und die Farbigkeit auf vielen Bildern ist ja nur Buntheit. Farbe ist vernutzt worden zur Werbefläche, hinter der man eine Täuschung, einen Überrumpelungsversuch, einen Angriff vermutet. Was meinen Sie, warum heben sich Menschen Fotografien auf oder kleben sie in Alben? Warum machen die das? Ich denke, an jedes Bild ist eine Illusion geknüpft. Die Illusion, man könne der Zeit widerstehen. Indem man fotografiert und Alben vollklebt und sie womöglich noch beschriftet, versucht man, einen Film anzuhalten, den man letztlich doch nicht anhalten kann. Jedes Foto, so hat einmal Fritz Rudolf Ries gesagt, ist eine kleine Anzahlung von Ewigkeit auf dem Familientisch des grauen Alltags. Fotoalben sind die Bücher der anderen, inoffiziellen Geschichtsschreibungen in den unzähligen Schubladen dieser Welt. Fotografieren ist bei aller Rücksichtnahme und Abhängigkeit von der Situation letztlich ein Beherrschungsversuch. Man will etwas Ungewisses in etwas Gewisses umwandeln. Etwas Hin- und Herfließendes in etwas Festes, Feststehendes. Man versteht die Welt nicht, man kann sie vielleicht auch nicht ändern, aber man kann sie wenigstens sammeln. In der DDR ließen sich da die Leute leichter, unkomplizierter fotografieren als vielleicht heute? Gegen Ende der DDR herrschte aus meiner Beobachtung heraus eine wachsende Aggressivität gegenüber Straßenfotografen. Das hing vielleicht mit dem gewachsenen Selbstbewusstsein zusammen, mit nunmehr abgelegter Furcht und auch immer offen vortretender Wut gegen die überall spürbare Observation.
Die Leute fühlten sich belästigt, wenn jemand mit der Kamera auftauchte. Und heute wird sowieso ganz anders auf das Recht am eigenen Bild gepocht. Können Fotos Hässlichkeit wiedergeben? Nein. So wie ich Langeweile nicht in einem langweiligen Bild zeigen kann. Von den Fotos, die auf erschütternde Weise Armut und Elend zeigen, sagen wir doch trotzdem, es sind tolle Fotos. Die Offenbarung des Verbrauchten mittels Fotografie ist ein ästhetisches Ereignis. Da hilft mir jetzt auch meine so gern beschworene Beiläufigkeit nichts, da ja auch sie Ästhetik ist. Das Extrem gibt es bei Sebastian Salgado, eine statuenhafte Frau in der Wüste, die ein abgemagertes, hungerndes Kind hinter sich herzieht. Eine arme Mutter, aber auf dem Foto eine Erscheinung wie eine Madonna. Das ist eine Ästhetisierung des Elends, bei der fast die Botschaft verloren geht. Lügenfotos? Natürlich, jedes Bild lügt. Aus. Über Jahre hinweg habe ich Fritz Rudolf Fries fotografiert. Er ist sehr, sehr klein. Irgendwann signierte er mir eins seiner Bücher mit den Worten: Danke für die Fotos, es hat nie jemand erfahren, wie groß ich bin. Ihr 1986 erschienenes Fotobuch Paris zu Fuß war damals Kult. Mit der zweiten Auflage waren es am Ende 40.000 Exemplare, die unter die Leute kamen. Aber wie kamen Sie denn 82 für 4 Wochen nach Paris, um da zu fotografieren? 17 Millionen DDR-Bürger hatten kein anderes Ziel als zu reisen. Die wollten das Land nicht verlassen, die wollten einfach nur eine Reise machen. Und ich machte sie 1982. Und zwar durch den Verband Bildender Künstler. Das lief Ende der 70er Jahre wie im Schriftstellerverband. Die Schriftsteller konnten reisen, weil sie Bücher im Westen verkauften. Als der westdeutsche Kunsthandel begann, sich für ostdeutsche Maler zu interessieren, klagte der Verbandspräsident für sie das gleiche Recht wie für die Schriftsteller ein. Anfang der 80er Jahre war es dann möglich, dass man eine Studienreise im Jahr, aber auch auf alle Fälle alle 2 Jahre beantragen konnte als Fotograf. Meine Reise hatte ich 1980 beantragt, aber 1982 wurde sie erst realisiert. Das war aber einfach dieser Lauf. Man wusste bis zum letzten Moment nicht, ob man den Pass kriegt oder nicht. Und unversehens saß man dann in der Maschine nach Amsterdam und reiste von dort aus nach Paris und wusste, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Und wie haben Sie in dieser Stadt, die Sie das erste Mal besuchten, Ihre Bilder zusammengetragen? Wie haben Sie Paris kennengelernt? Als Fotograf unterwegs folge ich einem generellen menschlichen Verhalten. Nicht der Tage erinnert man sich meistens, sondern bestimmte Augenblicke. Und die suche ich nicht. Ich versuche, sie zu finden. Ich bin also weniger unterwegs, um Motive zu entdecken, als vielmehr, um von ihnen angesprochen zu werden. Wichtig ist, wenn ich durch eine Stadt flaniere, eine gewisse Abwesenheit von Absichten. Alles Malerische vermeiden, wirklich nur aus dem Alltäglichen schöpfen. Wenn ein Ansatz dabei elegant ist und unangestrengt, führt er vielleicht in die Nähe dessen, was wahrhaftig ist. Das erfordert viel Geduld, wahrscheinlich, und verträgt sich doch dann sehr schlecht mit Zeitdruck eines begrenzten Aufenthalts. Ja, man muss zur Stelle sein, wenn sich etwas wie zufällig formt und sich dann gesetzmäßig wieder auflöst. Das Ideal besteht darin, einen bestimmten Rhythmus der Oberfläche zu erkennen, einen Rhythmus der Linien und Tonwerte in der Wirklichkeit. Den Anweisungen des Unterbewusstseins zu folgen, macht Spaß. Es entwickelt sich ein Gespür dafür, dass man die Dinge gewissermaßen sieht, ehe sie überdeutlich werden. Klingt jetzt etwas mysteriös, ich weiß, aber anders ist dieses Bündnis mit dem Zufall nicht zu beschreiben. Ja, so paradox das ist, man muss mit dem Unerwarteten, mit dem Überraschenden wirklich eine Art Bündnis schließen. Und dieses Bündnis erbringt bei jedem Menschen andere Bilder. Und Sie meinen, dass dieses Ereignis dann von jedem Menschen anders interpretiert wird? Ja, mit Christa Wolf, als ich sie porträtierte, habe ich mich mal über dieses ewige Geheimnis unterhalten.
Zwei Leute stehen nebeneinander und fotografieren das Gleiche. Es kommen zwei unterschiedliche Fotografien zustande. Bresson spricht vom Finden des entscheidenden Augenblicks, der für jeden Menschen eben etwas anderes ist. Jeder hat eine andere Erlebnisfähigkeit, trifft eine andere Entscheidung. Auge, Verstand und Herz legen gemeinsam den Ausschnitt fest. Die Koordinaten sind bei jedem anders. Jeder bemerkt einen anderen Ablauf. Und Sie sprechen vom Flanieren als Haltung und Methode? Ja, auf meinen Fotos ist zu sehen, was dem Flaneur begegnet, dem Spaziergänger, der ja Zeit ausgerechnet und ausdrücklich dadurch zurückerobert, dass er sie verschwendet. Der Weg des Flaneurs darf wirklich nichts anderem gleichen als einem Spaziergang. Schon gar nicht darf er in die Nähe eines Geschäfts kommen, das zu erledigen sei. Erst durch besagte Zeitverschwendung kommen wir im entscheidenden Zwischenbereich an. Vieles könnte jetzt geschehen, aber nichts muss mehr geschehen. Haben wir gestrichen, ne? Haben wir gestrichen, damit es nicht so lang wird. Als Zugabe vielleicht, fotografieren Sie schnell. Sind Sie ein schneller Fotograf? Ich habe den Apparat nicht in der Tasche, ich habe ihn nicht umgehängt, ich habe ihn eigentlich immer in der Hand. Ja, ich glaube, ich fotografiere schnell, aber nicht unbedingt geheim. Fehlt Ihnen während so eines Stadtbesuches die Dunkelkammer? Ja, man schwimmt irgendwann im Material und würde wahnsinnig gern wissen, was man für Bilder am Kasten hat. Aber es gibt nur die sich mit der Zeit überlagernde Vorstellung davon, wie diese Bilder aussehen müssten und könnten. Man kann nicht kontrollieren, was man gemacht hat. Ja, die Dunkelkammer fehlt. Dieser bange, aber zugleich beruhigende Blick auf die Kontakte. Das ist ein furchtbares Gefühl. Das kann verunsichern. Aber unangenehm ist auch die Enttäuschung, wenn man später auf hunderte Bilder guckt und Sehfehler feststellt. Kompositorische Ungenauigkeiten. Die Konfrontation mit dem verpassten Augenblick. Machen Sie sich Notizen während der Reisen? Na kaum. Es gibt eine Art Tagebuch, mit dem ich versuche, mit meinen wechselnden Stimmungen fertig zu werden. Es ist auch ein bisschen Ortsgedächtnis, aber nichts Ernsthaftes, das über sich selbst hinaus weisen könnte. Warum gibt es nach Paris und London noch nicht das Buch Berlin zu Fuß? Der Zwang eines begrenzten Aufenthalts an einem fremden Ort schafft doch ganz andere Anreize. Hier hätte ich Angst vor Betriebsblindheit. Der Lebensraum, in dem man selber drinsteckt, fordert eine andere Art von Engagement. Die Erfahrungslosigkeit der Ausgestoßenen zum Beispiel, die im Park ihre Bierbüchsen leeren. Diesem Thema bin ich hier ganz anders ausgesetzt als beim Flanieren durch eine fremde Stadt. Und ich gestehe eine gewisse Übersättigung an bestimmten Berlin-Bildern. Und mir fehlt die Idee, sie mit etwas Eigenem zu überwinden. In Berlin würde ich nicht Flaneur sein wollen und dürfen. Ich müsste wieder Reporter sein. Ich muss sagen, dass ich Berlin nicht fotografieren könnte ohne ein gesellschaftliches Interesse. Das aber ist, ich gestehe es ein, in ein bedenkliches Stocken geraten. Sie haben, scheint es, nicht nur eine ziemlich rationale Beziehung zum Beruf, sondern auch zum Leben. Sagen wir so, ich bin gern mit Entsentimentalisierung beschäftigt. Ich denke, dass vieles, was man tut, weit bedeutungsloser, wirkungsloser und kurzlebiger ist, als man sich das wünscht. Das war ein Lernprozess, in dem ich das begriffen habe. Aber was ich gelernt habe, trifft nicht nur auf die DDR zu, wo ja vieles, was man machte, aus politischen Gründen nicht zur Wirkung kam. Ich denke, das ist ein generelles menschliches Problem. Mit dem Widerspruch fertig zu werden, dass man allem einen höheren, weiterwirkenden Sinn geben möchte, aber dieser Sinn sich mehr und mehr als eine Fiktion herausstellt. Der Mensch sollte sich nicht übernehmen mit seiner eigenen Gattung. Vielleicht sind wir ein Wunder auf dieser Welt, aber eben nur eins unter vielen. Mein Gott, man macht ein paar Fotos. Glauben Sie, dass Ihre Fotografien noch lange wirken werden?
Zu DDR-Zeiten dachte ich, mit meinem Archiv werde ich von Dauer sein. Ich hoffte darauf, so lange wie möglich frei zu arbeiten und wollte dann unbedingt meine Erfahrungen an einer Hoch- und Fachschule weitergeben. Jetzt denke ich nicht mehr so. Von der unbedingten Strahlung meiner Arbeit bin ich keineswegs mehr überzeugt. Es gibt keinen Fotografen, den ich ebenso wie ich Gott und die Welt fotografiert hätte. So kann man sich täuschen. Vieles von dem, was man tut, ist austauschbar. Der Radius, den man schlägt und überschaut, ist redlich klein. Mich beunruhigt nicht der Gedanke, dass Unerledigtes bleibt. Ich fühle mich eingeordnet in einen Kreislauf und leide nicht an Größenwahn. Wenn ich es in einem Bild fassen soll, ich habe sozusagen meine Inseln. Da schwimme ich hin und am Abend geht es zurück ans bekannte Ufer. Eines Tages werde ich nicht mehr hinausschwimmen, aber das Wasser, das ich bis dahin beim Schwimmen teilte, wird meine Abwesenheit kaum bemerken. Vielen Dank. Vielen Dank, Roger Mehlitz. Vielen Dank, Matthias Bergkamp. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung.